In den letzten Videos ging es um die Stockhaltung und die Bewegungen, die so gegeben sind und um die vier Grundschläge, die man sich so drauf schaffen sollte, um sich am Schlagzeug weiterzuentwickeln. Heute gehen wir mal die Bewegungen durch, die man so lange oder besser gesagt immer wieder mal durchmachen sollte, bis sie in die unbewusste Kompetenz rutschen. Also wir führen die Bewegungen immer richtig aus, selbst wenn wir nicht bei der Sache sind. Ich selber sage immer zu meinen Schülern, selbst wenn der Papst jetzt durch die Tür kommt, muss es funktionieren. Ich bin der Andi und mit meinem Kanal möchte ich dich unterstützen, dich am Schlagzeug zu verbessern. Mit Videos über Groove-Ideen, Fill-Ins oder wie in diesem Video über Techniken bzw. was das Schlagzeugspielen für mich ausmacht, Bewegungen, die von selber passieren, zu erlernen. Zuerst einmal danke, dass ich die 500 Marke bei den Abos erreichen durfte und ich hoffe, dass es so weitergeht. In diesem Sinne, schaut euch gerne mal auf meinen Kanal um, lasst bei der Gelegenheit auch ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wer Interesse hat an einer etwas anderen Stockhaltung als die jeder so an den Tag legt oder etwas tiefer in die kompletten Bewegungsabläufe einsteigen möchte, sollte sich mal diese Videos ansehen. Ich verlinke sie euch hier oben nochmal und auch unten in der Beschreibung. Im heutigen Video geht es mal nur um die Bewegungsabläufe und wie ihr sie letztendlich mit welcher Technik auch immer ausführt, ist eigentlich egal, solange ihr ein sauberes Two-Level-System zusammenbringt. Ich unterteile dieses Video in verschiedene Bereiche. Erstens Erklärung zum Two-Level-System und dem Bewegungsplan. Zweitens gehe ich kurz das Wichtigste von der Haltung bis zu den einzelnen Schlagtypen nochmal durch. Dann machen wir diesen Bewegungsplan bzw. die wichtigsten Bewegungen zuerst mit einer Hand durch und dann mit beiden. Und da müsst ihr aufpassen, denn die Bewegungen sind da unterschiedlich. Und in der Beschreibung bzw. unten in der Timeline findest du einen Zeitstempel, der dieses Tutorial einteilt, da es dieses Mal doch recht lange wird. Wenn du also zu einem bestimmten Teil springen willst oder bestimmte Teile dir öfters ansehen möchtest, kannst du das natürlich gerne machen. Also fangen wir an. Two-Level bedeutet, dass wir aus zwei verschiedenen Lautstärken, also einmal laut und leise, in einem bestimmten Raster, Sechzehntel, Triolen oder was auch immer, rhythmische Abfolgen erzeugen können. Spiele ich also regelmäßig Akzente, wie zum Beispiel auf der Snare, dann ergibt sich eine weitere Spielebene. Die Musik wird vielschichtiger und dadurch interessanter. Deshalb finde ich den Bewegungsplan als eines der wichtigsten Blätter, die es für uns Schlagzeuger gibt und ich stelle ihn euch bei Tippi zum Download bereit. Wir haben einmal das Dreieck für einen lauten Schlag und die Kreise für leise Schläge. Vor den Symbolen stehen immer Zahlen wie zum Beispiel 1.2. Alles was vor dem Punkt steht, ist immer laut zu spielen und alles nach dem Punkt ist immer leise zu spielen. Irgendwann braucht man dann dieses Blatt nicht mehr und kann so alles, und damit meine ich auch wirklich alles, in diesem System durcharbeiten. Also 2.3 bedeutet zweimal laut, dreimal leise. Oder 4.3 viermal laut und dreimal leise und so weiter. Es gibt dann auch mehrere Handsätze, da steht aber auch dann alles auf dem Blatt, beziehungsweise können wir das Dreieck auch an andere Stellen setzen, was somit den Bewegungsablauf und das Timing-Gefühl verändert. Und ich empfehle es auch, das durchzuarbeiten, wenn bestimmte Abläufe stehen. Wer die einzelnen Schläge noch einmal braucht oder überhaupt keine Ahnung hat, was ich hier durchmache, sollte sich, wie vorher gesagt, die Videos Technik lernen Teil 1 bis 3 mal ansehen. Ich gehe das Ganze jetzt nur schnell durch. Bei der Haltung ist es mir immer sehr wichtig, den Drehpunkt hinten oder besser gesagt später dann hier in der Hand zu haben. Da kommen wir aber noch dazu in einem anderen Video. Also vorerst sollte sich der Stick hinten beim kleinen Finger drehen und der hintere Teil vom Stock auch nicht mehr den Handballen verlassen. Vor allem nicht bei der Aufwärtsbewegung. Den Pinzettengriff sollte man sich so weit wegtrainieren, dass man vorne nicht mehr greifen muss, sondern beim Aufprall alle Finger vom Stock wegbekommt. Der Daumen agiert wie die Hand beim Basketballer, der so von oben den Ball nach unten dribbelt und die anderen Finger bleiben immer locker am Stock liegen. Wichtige Punkte sind dann noch, dass der Unterarm oder das Handgelenk immer fallen gelassen werden kann, dass wir im Powerpoint stehen bleiben, also der Unterarm bleibt nach dem Runterfahren parallel zum Boden stehen und die Finger gehen dadurch von alleine auf. Und bei der Aufwärtsbewegung die Finger eben nach hinten und das Handgelenk seitlich wegfallen. Nochmal kurz zu den Schlagtypen. Es gibt den Downstroke, das ist ein lauter Einzelschlag oder der letzte laute, wo die Stockspitze möglichst weit unten stehen bleiben sollte, damit man leise weiterspielen kann. Fullstroke ist ein lauter wiederkehrender Schlag, fließend, also wie beim Basketballspielen. Denkt da auch immer an das Trampolinspringen. Dann gibt es den Tap, das ist ein leiser wiederkehrender Schlag, zu 100% aus dem Handgelenk gespielt, und den Upstroke, das ist ein leiser Schlag, der einen lauten Schlag vorbereitet. Also das Handgelenk lassen wir fallen und die Spitze wird nach oben gezogen, beziehungsweise durch das nach oben ziehen geht die Stockspitze eigentlich im Spielfluss von alleine nach unten. Ja, Bewegungsplan mit einer Hand. Also 0.1 bedeutet, wir spielen einen einzelnen Tap,
entweder mit der rechten Hand oder mit der linken Hand üben. Wichtig dabei ist, dass ihr wirklich nur einzelne Schläge ausführt. Werft also das Handgelenk nach oben und lässt es dann fallen. Nullpunkt 2 bedeutet, ihr spielt zwei Schläge mit einer Hand, entweder mit rechts oder links. Hier kommt meistens die Frage, ja, warum soll ich sowas üben? Diese Schläge werden zum Beispiel eure leisen Double Strokes. Also macht bitte nicht den Fehler und unterschätzt diese Bewegungen bzw. diese Übungen. Ist dann natürlich beliebig fortsetzbar. Wichtig ist hier, Tabs bleiben Tabs. Nächster Schritt ist dann 1.0, also ein Lauter, der sogenannte Downstroke. Entweder mit rechts oder mit links üben. Punkt 0 bedeutet, wir haben zwei Schläge mit einer Hand und hier ändern sich die Schläge zu Full Down. Als kleiner Tipp, speichert diese Schläge auch einzeln immer mit dem Namen ab und sprecht diese Namen auch immer mit dem Schlag mit. Also hier zum Beispiel Full Down. Full Down. Dann können wir zu 3.0 wechseln. Wer Full, Full Down. Full, Full Down. Auch hier achtet drauf bei den Fulls, dass ihr so ein wenig das Trampolin springen habt und beim Downstroke wirklich unten stehen bleibt. Typische Fehler hier sind immer, dass man eben nach dem Downstroke die Stockspitze wieder hochkommen lässt. Ist dann auch beliebig fortsetzbar. Ich empfehle meistens bis zu 4 Schlägen das zu üben. Also Full, Full, Full Down. Aber das Wichtigste ist hier, dass der letzte laute Schlag einer jeweiligen Hand immer ein Downstroke ist. Nun kommen wir zu 1.1. Bei 1.1 haben wir meiner Meinung nach einer der wichtigsten Bewegungen, und zwar die sogenannte Down-Up, Down-Up Bewegung, die wir sehr oft auf der High benutzen. Punkt 2 bedeutet, wir haben Down, Tap, Up. Down, Tap, Tap, Up. Ich habe ja gesagt, wir machen wollen nur die wichtigsten durch. Jetzt springen wir zu 2.1. Das wäre Full Down Up. Nächste ist 2.2. Full Down Tap Up. Auch hier können wir die Anzahl der Taps beliebig erhöhen. Bei 3.1 haben wir dann Full, Full, Down, Up. An sich glaube ich, reicht es mal bis hierhin, da ab jetzt einfach nur die Anzahl der Fulls oder Taps länger wird. Aber immer dran denken, der letzte Laute ist ein Downstroke. Nun kommen wir zum Bewegungsplan mit beiden Händen. Bei beiden Händen beginnen wir mit 0.2, also wir haben entweder mit rechts beginnen zwei Tabs oder links rechts.
Oder 0.3 wären 3 Taps, rechts, links, rechts. Oder links beginnend. Wichtig hier, auch bei beiden Händen, Taps bleiben immer Taps. Dann 2.0, wie vorher beschrieben, war es Full Down mit einer Hand. Bei beiden Händen ist es aber jetzt Down Down. Auch rechts beginnend oder links beginnend. Nächster Schritt wäre 3.0, also drei Laute. Nur mal zur Verständnis, vorher war es Full Full Down mit einer Hand. Jetzt wird es aber zu Full Down Down. Und hier ein kleiner Tipp, weil die meisten hier schon Probleme haben. Beginnt am besten mal so, als würdet ihr die Ausholbewegung schon ausgeführt haben. Also ihr beginnt von oben und spielt einen Full Down Down. 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 Oder links beginnend, Full Down Down, Full Down Down. Und 4.0 ist dann Full Full Down Down. Oder links beginnend. Eins, beidhändig gespielt, ergibt Full Tap, Full Tap. Oder die Umkehrung Tap Full. Eins, ist Down, Up, Tap, Down, Up, Tap. Denkt am Schluss bei dieser Übung auch daran, dass ihr dieses Dreieck an den Positionen verschieben könnt. Nächster Schritt ist dann 1.3. Down, Tap, Up, Tap. Down, Tap, Up, Tap. Macht euch hier auch klar, dass wir jetzt zum Beispiel rechts, wie vorher mit einer Hand geübt, immer diese Down-Up-Bewegung haben. Und links Taps. Also es schadet nicht, diese Bewegungen auch bewusst einzeln zu üben, wie mit einer Hand gezeigt. Denn in Kombination sollte das dann passen. Also Down, Tap, Up, Tap. Auch hier können wir wieder die Positionen verschieben. Wie gesagt, alles hier vorzuspielen würde die Zeit sprengen. Das ist eure Aufgabe. Nächster Schritt wäre dann 2.1 als Beispiel. Er gibt Down, Full, Up. Oder 2.2, er gibt Down, Down, Up, Up. Auch hier rechts oder links beginnen, nicht vergessen. 3.2 noch als Beispiel gezeigt, ergibt Full Down Down Up Up. Full Down Down Up Up. Ja, ich hoffe, ich konnte dir wieder was mit auf den Weg geben, was dir auch weiterhilft. Vielleicht für den einen oder anderen, der sich mal interessehalber interessiert, wenn man sowas dann vielleicht an der Uni oder am College studiert. Das ist nur ein Bruchteil, was wir hier machen.
des Ganzen und ist aber auch schon sehr anspruchsvoll. Es muss dir nur klar sein, dass das hier keine 0815 Sachen sind, sondern wir hier wirklich ein Niveau an den Tag legen, was an ein Studium schon rankommt und eigentlich sehr, sehr viel Geld kostet. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Üben.